Hallo, ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa und ja, wie bereits angekündigt, gibt es heute ein weiteres Video zum Thema Sommerkleidung für Babys oder Kids. Und nachdem wir letztes Mal ein Röckchen genäht haben, gibt es heute was für obenrum. Und zwar diese T-Shirts aus Jersey-Material mit Halsbündchen und Armbündchen. Also relativ schlicht oder relativ einfach im Schnitt, aber dafür kann man die dann halt super kombinieren mit Hosen, mit Röcken, mit allem Möglichen. Und ja, da zeige ich euch heute, wie es geht. Das Schnittmuster ist aus einem meiner Lieblingsnähbücher, da packe ich euch den Link unten in die Infobox und dann können wir eigentlich direkt loslegen. So Leute, ich habe im Vorfeld folgendes Material zugeschnitten. Einmal die Rückseite vom T-Shirt, da wieder die Vorgabe 1 cm Nahtzugabe dazu schneiden, außer an den Stellen, wo nichts zusammengenäht wird. Also der Halsausschnitt bekommt keine Nahtzugabe, alle anderen Seiten, wo was zusammengenäht wird, 1 cm Nahtzugabe. Beim Vorderteil des T-Shirts genauso. Dann habe ich den Ärmel zugeschnitten in doppelter Stofflage und bei dem Schnittmuster von dem Ärmel ist es so, ich hoffe man kann es erkennen, weil auf dem Schnittmuster ist die Mitte hier oben an der Schulter markiert und diese Markierung habe ich bei meinem Ärmel übernommen. Das ist gleich wichtig, wenn wir den Ärmel einnähen. Habe ich mir mit dem Stift markiert, könnt ihr euch auch mit einer Nadel markieren, das ist völlig wurscht. So, und dann habe ich Bündchenstreifen, einmal für den Hals 4,5 cm und für die beiden Ärmel 4,5 cm breit und 70% der Ärmellänge oder des Ärmelumfangs und des Halsausschnitts. Ich habe das dann hier an dem Schnittmuster abgemessen und habe dann halt die 70% errechnet und bei den Ärmeln genauso. So. Das ist das Material, das wir brauchen, abgesehen von den üblichen Sachen, Nähmaschine, Garn etc. Und wir fangen damit an, dass wir Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts zusammenlegen und hier oben die Schulternähte schließen. Kleiner Zickzackstich, Breite 2, Länge 2. So, wenn unsere Schulternähte geschlossen sind, werden als nächstes die Ärmel eingenäht. Und dann nehmen wir uns jetzt unseren Ärmel, da kommt auch die Markierung zum Einsatz. Und wir legen uns den Ärmel rechts auf den Stoff, sodass diese Markierung auf der Naht, auf der Schulternaht des T-Shirts liegt. Können wir uns da einmal festhalten. Und dann wird der Ärmel jetzt halt auch wieder so rundherum in diesen Ärmelausschnitt eingenäht. Wieder ein bisschen kniffliger, weil es um die Kurve geht, aber das geht echt gut. Also ihr fangt ganz normal am Ende an und dann arbeitet ihr euch nach und nach vor um diese Rundung. Ihr müsst halt nur immer darauf achten, dass eure Stofflagen schön bündig aufeinander liegen und dass ihr eure Nahtzugabe einhaltet. Und mit dem anderen Ärmel wird das dann natürlich genauso gemacht.
So sieht das Ganze aus, wenn die Ärmel eingenäht sind. Soweit so gut. Und als nächstes wird jetzt das T-Shirt geschlossen. Also wieder rechts aufeinander legen. Und jetzt werden die Seitennähte geschlossen, also von der Ärmelunterkante über die Achsel, die ganze Seitennaht des T-Shirts runter bis zum Bündchen unten oder bis zum Saum unten. Wird die Naht in einem Zug geschlossen, auf beiden Seiten. Und dafür lege ich mir das jetzt erstmal schön sauber aufeinander. Ich achte immer besonders darauf, dass hier in der Achsel die beiden Nähte vom Ärmel von Vorder- und Rückseite genau aufeinander liegen. Das sieht nämlich sonst später doof aus, wenn das nicht der Fall ist. So, mein T-Shirt ist fertig zusammengenäht an den Seiten, soweit so gut. Und das lege ich jetzt erstmal an die Seite, weil wir mit den Bündchen weitermachen. Ich habe mir hier nur schon mal beim Halsausschnitt und bei den Ärmeln, die Ärmel habe ich mir zur Hälfte markiert und beim Halsausschnitt habe ich mir Viertel markiert. Also vier gleiche Abschnitte. Das brauche ich gleich zum Bündchen annähen. Und bei den Ärmeln, wie gesagt, weil die so klein sind, reicht, dass ich mir nur die Hälfte markiert habe. So, das kommt zur Seite. Jetzt geht es mit den Bündchen weiter. Bündchen müssen jetzt erstmal wieder zum Schlauch genäht werden, also rechts auf rechts zusammennähen, sodass die kurzen Seiten aufeinander liegen, dann hier einmal an der kurzen Seite entlang zusammennähen und sodass wir einen Schlauch bekommen. So, wenn ihr die Bündchen zu so einem Ring zusammengenäht habt, dann streicht ihr die Nahtzugabe auseinander und klappt das Bündchen einmal um, sodass die rechten Seiten außen sind. Oben darauf achten, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Und das hier ist das lange Bündchen, also das Bündchen für den Hals. Das teile ich mir jetzt auch in vier Teile auf. So wie den Halsausschnitt. Bei den Ärmelbündchen teile ich mir die zur Hälfte auf. Im nächsten Schritt werden die Bündchen jetzt eingenäht. Und zwar steckt ihr die in den jeweiligen Ausschnitt. Beim Halsbündchen kommt
die Naht des Bündchens auf die Rückseite, also hier hin. Dann legt ihr die Markierung aufeinander, steckt euch die nochmal zusammen. Das habe ich auch schon in vielen anderen Videos gezeigt, aber kann man nicht oft genug zeigen. Und jetzt wird das Bündchen festgenäht und ihr nehmt immer den Abschnitt zwischen zwei Nadeln, spannt den, sodass das Bündchen so weit gedehnt ist, dass es gleich lang ist wie der Stoff. Und dann näht ihr das zusammen und dann, wenn das zusammengenäht ist, schnappt ihr euch den nächsten Abschnitt und macht wieder das gleiche. Und so ist sichergestellt, dass das Bündchen rundherum gleich stark gedehnt ist. Nehme ich jetzt wieder einen Zickzackstich. So, das Halsbündchen ist fertig eingenäht, so sieht das aus. Ich zeige es gleich nochmal von rechts. Und jetzt nähen wir noch die Armbündchen ein. Gleiches Prinzip, die Markierungen aufeinanderlegen. Bündchen in den Armausschnitt. Markierungen aufeinanderlegen. Und dann die Bündchen auch mit gleichmäßiger Spannung einnähen. Das Problem bei den Armbündchen, finde ich, ist immer, dass sie halt bei Babys sehr klein sind. Und dass das eine ganz schöne Fummelarbeit ist, die unter der Nähmaschine zusammenzunähen. Und deswegen mache ich das immer so, dass ich mir das Bündchen um meinen Nähtisch spanne. Das geht bei meiner Maschine, ich weiß nicht, ob das bei euch auch geht. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, dass das Bündchen richtig liegt und gleichmäßig gespannt ist, ohne dass ihr viel fummeln müsst. Und so mache ich das halt immer. So sehen meine Bündchen jetzt oben aus, wenn ich das T-Shirt gewendet habe. Also die Armbündchen sind ein bisschen mehr gerafft als das Halsbündchen. Finde ich aber nicht schlimm, wenn die am Arm ein bisschen enger anliegen. Das heißt eng, halt am Arm anliegen. So, soweit so gut. Und jetzt geht es unten weiter mit dem Saum. In dem Nähbuch steht das so, man gibt 3 cm Saumzugabe unten, wenn man das zuschneidet und klappt diese 3 cm dann einfach um und näht das fest. Kann man machen, ist eine solide, aber einfache Lösung. Und ich möchte das einfach ein bisschen schöner haben und einen richtigen Saum haben.
dann werde ich das jetzt hier unten so machen. Ich habe mir hier schon 1 Zentimeter markiert mit dem Stift und werde den Stoff bei 1 Zentimeter umklappen und dann nochmal umklappen. Und so dass ich hier unten einen schönen geschlossenen Saum habe. Und das mache ich rundherum und nähe das dann halt so doppelt umgeschlagen um. Finde ich, ist für mich die schönere Lösung. So Leute, mein T-Shirt ist fertig. So sieht es aus. Ich habe den Saum hier unten jetzt mit einem Zickzackstich gesäumt. So sieht es von rechts aus. Und so von links. Ich habe extra so einen rosafarbigen Faden genommen. Ich finde das ganz nett, wenn der Stich zu sehen ist. Einen hellblauen Faden, passend zum Stoff, wird es dann halt so aussehen wie auf der linken Seite. Naja, und ich finde halt so ein richtig schöner Saum unten geschlossen, der sieht auf jeden Fall besser aus. So, und oben habe ich die Nahtzugabe von meinen Ärmelbündchen und vom Halsbündchen noch an den Stoff angenäht von innen. Auch mit einem Zickzackstich. Und ja, somit ist mein T-Shirt fertig. So Leute, mein T-Shirt ist fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wollt jetzt auch die Garderoben eurer Kleinen komplettieren mit selbstgenähten T-Shirts für den Sommer. Ja, wie gesagt, den Link findet ihr in der Infobox, wenn ihr auch dieses T-Shirt nähen möchtet. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei beim nächsten Nähvideo mit Sommerklamotten. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und bis bald.